Wie gut kennen wir unsere Nachbarn? Wir wissen vielleicht, was sie beruflich machen, mit wem sie ihre Zeit verbringen. Vielleicht haben wir ein gutes Verhältnis und machen Smalltalk, wenn wir ihnen auf der Straße begegnen. Doch was ist mit dem Nachbarn, der nie grüßt, falls man ihn überhaupt jemals zu Gesicht bekommt? Ist er vielleicht schüchtern, sehr auf seine Privatsphäre bedacht? Oder doch einfach nur wunderlich? Die Nachbarn von Eugene Butler stellten sich genau die gleichen Fragen. Doch was sie am Ende erleben sollten, ging um die Welt. Eugene Butler wurde 1849 im Bundesstaat New York geboren und arbeitete in jungen Jahren als Erntehelfer, bevor er sich selbst eine kleine Farm in einer kleinen Siedlung namens Niagara in North Dakota kaufte. Er war zu diesem Zeitpunkt Ende 30 und unverheiratet. Verdächtig genug für diese Zeit. Was stimmte nicht mit einem jungen Mann, der genug Geld für den Erwerb von Grundbesitz hatte, dass er keine Frau für sich gewinnen konnte? Butler vermied den Kontakt mit den Nachbarn und bestellte seine 174 Hektar große Farm größtenteils alleine. Lediglich im Sommer beschäftigte er kurzzeitig einige wenige Helfer, die genauso schnell wieder verschwanden, wie sie gekommen waren. Die harten Winter verbrachte er in Einsamkeit in seinem Haus. Nachbarn berichteten, dass man monatelang kein Lebenszeichen von Butler sah. Wäre das Verhältnis ein anderes gewesen, so einer der Nachbarn, hätte man nachsehen wollen, ob er noch lebt. Die Jahre gingen ins Land und mit der Zeit begann der fast komplett isoliert lebende Mann, ein eigenartiges Verhalten an den Tag zu legen. So fing er beispielsweise an, mitten in der Nacht auf seinem Pferd durch den Ort zu reiten, das Tier bis zum äußersten Tempo gepeitscht, laut herumschreiend und so die Dorfbewohner weckte und ängstigte. Er begann, von fremden Männern zu erzählen, die nachts vor seiner Haustür stünden und ihn dazu zwangen, aufzustehen und aufs Pferd zu steigen. Außerdem behauptete er, alle Witwen und alten Jungfern im Ort seien hinter ihm her, besonders in Schaltjahren. Butlers eigenartiges Verhalten störte den öffentlichen Frieden so ausgiebig, dass die örtlichen Behörden ihn im Jahre 1904 in die psychiatrische Abteilung des State Hospital in Jamestown zwangseinwiesen. Als Butler in Gewahrsam genommen wurde, hatte er 4.600 Dollar in bar dabei. Das entspricht einem heutigen Wert von ca. 150.000 Dollar. Das unbekümmerte Herumtragen einer solchen Summe sprach in den Augen der Ärzte nicht gerade für seine geistige Gesundheit. Eugene Butler war ein vorbildlicher Patient, freundlich, pflegeleicht und kooperativ. Er verliebte sich sogar in eine der Schwestern, was jedoch zu seinem Leidwesen unerwidert blieb. Butler sollte die Psychiatrie nie wieder verlassen. Er starb am 22. Oktober 1911, doch das tatsächliche Ausmaß seiner kranken Psyche kam erst nach seinem Tode ans Licht. Seine Geschwister verkauften die Farm und teilten sich den Gewinn, was das ruhige Ende dieser Geschichte hätte sein können. Doch wir wären nicht hier, wenn es das gewesen wäre. Als die neuen Besitzer im Jahre 1915 den Boden für das Fundament eines neuen Hauses aushoben, fanden sie in ca. 1 Meter Tiefe menschliche Knochen im lehmigen Boden. Es handelte sich um das vollständige Skelett eines jungen Mannes, der offenbar nackt vergraben wurde, da keinerlei Schuhe oder Kleidungsreste gefunden wurden. Nach dem erschreckenden Fund wurde auch das restliche Fundament des alten Hauses untersucht. Man fand unter anderem eine versteckte Falltür, die in eine flache Erdkammer unterhalb des Fußbodens führte. Entlang einer Seite des Hauses waren die Bodenplatten offensichtlich herausgebrochen und wieder eingesetzt worden. Darunter fanden Ermittler ein weiteres vollständiges Skelett. Und dann noch eins. Und dann noch eins. Und dann noch eins. Und dann noch eins. Insgesamt 5 weitere menschliche Überreste wurden unterhalb von Eugene Butlers Haus entdeckt, in dem er so viel Zeit alleine und abgeschieden von der Außenwelt verbracht hatte. Zunächst berichteten die damaligen Zeitungen, alle 6 Leichen wären männlich gewesen. Doch ein genauerer Blick der Mediziner sollte ergeben, dass es sich bei den 5 gemeinsam begrabenen Skeletten aller Wahrscheinlichkeit nach um eine Familie handelte. Ein erwachsener Mann und eine erwachsene Frau sowie 3 Kinder bzw. Jugendliche. Alle 5 waren in gekrümmten Positionen gelegen. Den Erwachsenen waren die Beine gebrochen worden, um sie in den beengten Raum unterhalb der Bodenplatten zu zwängen. Wie bei der ersten Leiche wurden auch hier keinerlei Spuren von Kleidung gefunden. Jedes der 6 Opfer hatte ein scharf abgegrenztes, rundes Loch im Schädel, vermutlich verursacht von einer scharfkantigen Waffe. Eine Analyse des Bodens und der Knochen ergab, dass die Leichen seit ca. 15 bis 20 Jahren dort begraben liegen mussten. Doch wer waren diese Leute? Wo kamen sie her? Und warum hatte Eugene sie getötet? War seine psychische Erkrankung der Grund für die Morde? Oder wurde sein Wahn erst durch die Schuldgefühle ausgelöst? War es die Angst vor einem Diebstahl, die ihn nicht nur sein Vermögen mit sich herumtragen, sondern auch potenzielle Gefährder ausschalten ließ? Hatte Eugene allein gehandelt?
War er es überhaupt gewesen? Die Nachbarn konnten sich zwar an diverse wunderliche Aussagen von Eugene erinnern, wie die, dass er sich in Schaltjahren vor Heiratsanträgen kaum retten konnte, doch keiner erinnerte sich an irgendwelche gewalttätigen Äußerungen. Ebenfalls fiel niemandem jemand ein, der vermisst wurde. Schon gar keine komplette fünfköpfige Familie. Die einzige Spur damals war ein Mann namens Leo Urbanski, der lange nichts von seinem Bruder John gehört hatte. Der letzte Kontakt war ein Brief von John, dass er Arbeit gefunden hätte auf dem Hof eines alleinstehenden Mannes in Niagara. Während Tatorte heutzutage gut gesichert werden, um die Verunreinigung oder gar Zerstörung von Beweisen zu verhindern, war der Ort eines Verbrechens im Jahre 1915 noch ein Schauspiel für die Gesellschaft. Nachdem sich in der Nachbarschaft herumgesprochen hatte, was passiert war, kamen die Menschen in Scharen, um sich aus nächster Nähe eine Gänsehaut zu holen. Manche von ihnen sammelten mehr als nur ein paar Eindrücke des Geschehens. Im Jahre 1916 gab die Polizei in einem Zeitungsartikel öffentlich zu, dass die Knochen der Opfer nicht, wie behauptet, in der Forensik lagen, sondern von Schaulustigen als Souvenire direkt vom Tatort mitgenommen worden waren. Mit Sicherheit befinden sich einige Knochen noch im Besitz der Familien, deren Vorfahren sie damals vom Tatort geklaut haben. Doch solange dies niemand zugibt und die Knochen der Justiz übergibt, werden die Opfer auch mit unseren modernen Methoden über 100 Jahre später niemals identifiziert werden können. Bis zum nächsten Mal bei Curiosum Mensch.